Moin Moin YouTube und herzlich willkommen bei Gecko Statia. Heute geht es mal nicht um ein Dart Review und heute geht es auch nicht um ein Trainingsspiel oder meinen Fortschritt, sondern es geht um meine Meinung. Und zwar habe ich tatsächlich vorgehabt, so ein Video in der Art schon länger zu machen, doch jetzt hat mir ein Statement von Sarah Milkowski, der Link zu ihrem Instagram-Account ist in der Videobeschreibung, hat mich dazu gebracht, hierüber zu reden. Und wir reden heute ein bisschen über Sportsmanship als Fan und vor allem über das Spiel Gervin Price, Gabriel Clemens. Im Halbfinale war für Gaga leider Schluss gegen einen bärenstarken Michael Smith. Man muss aber dazu sagen, Gabriel, vielen, vielen Dank, du hast dem deutschen Dartsport einen Bärendienst erwiesen. Wegen dir werden hunderte junge Leute anfangen, Dart zu spielen. Und du hast einfach grandios performt. Dankeschön. Das aus dem Weg, reden wir über das Spiel davor, das er mit 5:1 für sich entscheiden konnte, gegen die Nummer 1 der Welt, Gervin Price. Ich glaube, dass beide Spieler nicht ganz wussten, was sie vom Publikum zu erwarten haben. Das viel Deutsche daran war klar, aber ich glaube, dass Gazzy sich auch gedacht haben wird, ich bin Waliser, wir spielen hier in London, da werde ich ja wohl ein bisschen angefeuert werden. Dem sollte dann nicht so sein. Es gab von vornherein, also dass Gervin Price ausgebuht wird, ist verständlich für die, die jetzt vielleicht nicht wissen, warum. Er ist ein etwas aufbrausender Typ, er pusht sich selbst, er schreit rum, er macht Posen, er flext seine Muskeln und das ist ja auch irgendwo okay. Und dass das Reibung erzeugt vom Publikum, völlig verständlich. Dass es Leute gibt, die diese Art nicht mögen, völlig verständlich. Dass es Leute gibt, die ihn beim Walk-On ausbuhen, verständlich. Wo dieses Verständnis allerdings aufhört, ist der Punkt, wo der Mann werfen möchte und reingepfiffen wird, gebuht wird, sein Name geschrien wird. Und ich zitiere hier mal Phil Taylor. Phil Taylor hat mal gesagt, das Schlimmste, was du machen kannst, ist pfeifen oder deinen Namen rufen, also den Namen Phil Taylor, während man wirft. Alles andere kann man wohl ausblenden, aber wenn man sich persönlich angesprochen fühlt, ist das wohl sehr problematisch. Und wenn The Power das sagt, dann glaube ich das mal. Man darf nicht vergessen, es geht für diese Leute hier um viel, viel, viel Geld. Und für Gervin Price, glaube ich, noch viel mehr um Prestige. Gervin Price hat hier 500.000 Pfund Preisgeld verteilt. Verteilt. Der Weltmeister von vor 2 Jahren. Und er ist jetzt ausgestiegen, das heißt, er verliert, ich glaube, 450.000 davon. Das Geld ist natürlich nicht weg. Aber er verliert auf der Order of Merit und rutscht mal eben auf Platz 3. MVG ist jetzt ins Finale gekommen. So, und ich glaube, dass jemand wie Gervin Price sich sehr darüber definiert, wo er in dieser Order of Merit steht. Er hat öfter klargemacht, dass er die Nummer 1 sein will. Moin, Zukunftsgecko hier. Hier kommt nochmal ein kleiner Nachtrag zu dem Ganzen. Etwas, was ich noch dazwischen streuen wollte, was ich auch wichtig finde. Und zwar hat mich darauf auch die liebe Sarah angestoßen, ohne dass ich es wollte. Ich habe ihre Instagram-Umfrage gesehen. Wie gesagt, der Link zu ihrem Profil ist in der Beschreibung. Und da wurde die Frage gestellt, warum wird Michael van Gerwen für sein Verhalten gestern nicht kritisiert? Und ehrlich gesagt, ist das absolut das Gleiche oder eigentlich viel schlimmer als das, was Gervin Price gemacht hat. Gervin Price postet ein bisschen rum, freut sich ein bisschen, ist halt eine sehr ausdrucksstarke Person. Habe ich schon gesagt, muss man nicht mögen, aber was Van Gerwen gestern gemacht hat, ist halt einfach irgendwo wirklich unfair. Sich in die Hacken von jemandem zu stellen und dann zu merken, die Person mag das nicht, das bringt ihn aus dem Konzept. Und dann hat Dimi sich ja dann auch dazu hinreißen lassen, das Tempo noch weiter runter zu slowen. Dann hat Van Gerwen ja gesagt, dass er sich beeilen soll auf Holländisch. Das versteht Dimi ja auch. Und das ist halt auch unwürdig. Und ich sag mal so, also das ist nicht cool. Ne? Ist jetzt nichts, worüber man große Artikel schreiben muss, aber es ist nicht cool. Und darauf sollte der Referee achten. Ist ganz einfach so. Aber Dimi hätte wohl auch einfach in der Pause sagen können, du, Russ, hier, ne? Guck mal. Aber wenn das Gervin Price gewesen wäre, der hinter Dimitri Vandenberg gestanden hätte und ihm auf die Pelle gerückt wäre, in seinen Personal Space eingedrungen wäre und seine Konstellation gestört hätte, dann wäre das Internet abgefackelt. Jetzt hat Gervin Price in einem Post, und ich glaube, dass den darf man etwas mit Zynismus betrachten, ich glaube, das war sehr, naja, direkt nach dem Gefecht, vielleicht ein bisschen Emotionen übergekocht, einen Post gemacht, wo er sagt, dass er nicht weiß, ob er nochmal auf dieser Bühne spielen möchte. Und da könnte man jetzt interpretieren, dass er sogar sagt, dass er nicht weiß, ob er überhaupt nochmal Dartsport ausüben möchte, professionellen Dartsport. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, das wäre doch sehr traurig. Wir haben viele, viele, viele Spieler, die auf Top-Niveau spielen, aber nur eine Handvoll, vielleicht 20 Stück, die wirklich auf einem extraordinär hohen Niveau für Jahre lang spielen. Und Gervin Price ist einer davon. Einer der absolut besten Dartspieler der Welt, unumstritten. Und auch ein charismatischer Mensch, ob man ihn jetzt mag oder nicht. Und so jemanden zu verlieren von Circuit, von der Tour, wäre doch sehr traurig.
Was ist weiterhin passiert in dem Match? Gaga hat gewonnen. Das erste Match von, also das erste Set von Gervin war sehr, sehr stark. Danach ist, glaube ich, hat es ein bisschen angefangen, dass die Reibung mit dem Publikum, das Gebuhe, das Gepfeife, doch mehr wurde. Und ich kann es ja irgendwo verstehen, dass man das macht und dass man zu seinem Liebling hält, aber dann cheer doch einfach oder feuere an den Spieler, den du magst. Und beim anderen sei einfach still. Sei einfach still, mach vielleicht mal ein Oh, wenn er trifft oder irgendwie sowas. Aber naja. Und dann sah sich Gervin dazu gezwungen, ich glaube es war Set 4, mit Gehörschutz aufzulaufen. Und ich sag wie es ist, auch nicht die klügste Aktion von ihm. Von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ich saß mit meiner Freundin auf dem Sofa und hab schon gesagt, das kann nur nach hinten losgehen. Wenn er das gewinnt, kommt er noch glimpflich davon weg. Aber wenn er hier auch nur ein Set verliert, dann ist er das Gespött des Internets. Und genau das ist passiert. Zugegeben, einige der erstellten Memes sind schon lustig. Aber das sorgt halt auch dafür, wir müssen mal ganz ehrlich sein, das ist hier das öffentliche Denunzieren einer Person auf einem Level, das ich im Dartsport noch nie gesehen habe. Also wirklich. Was wiederum dazu geführt hat, ich mutmaße nur, ich bin natürlich kein privater Gervin Price-Freund, was dazu geführt hat, dass Gazzy seine Online-Präsenz gelöscht hat. Kein Post mehr zu finden, keine Story, kein Profilbild. Und naja, ja, wie gesagt, es war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und das ist natürlich eine traurige Geschichte. Er sah sich dazu gezwungen, ja. Wusste sich nicht zu helfen. Ist in Ordnung. Er darf die auch spielen, ist ja auch alles okay. Aber ich denke, es wäre klüger gewesen, einfach Oropax zu tragen. Das macht schließlich ein Mervyn King. So seit Jahren. Und jetzt stehen wir hier und wir müssen noch über eine andere Subspezies Mensch reden, für die ich nichts als Verachtung übrig habe. Und zwar beschränkt sich das Luftmachen des Ärgers der Fans und das Ausbuhen etc. ja nicht nur auf die Stadien, die Hallen, sondern auch auf Instagram-DMs etc. Und da zitiere ich wieder Sarah. Ich habe da schon, also zitiere ich sie nicht, aber ich rede sehr über Sachen, die sie da schon erzählt hat. Und zwar gibt es da viele Sachen, die wirklich heftig sind. Ich habe schon Posts gesehen, wo jemand, ich glaube es war Luke Humphreys, ich kann die Beleidigung hier nicht sagen, weil ihr das Video dann eine Altersrestriction bekommt, aber heftige Beleidigungen bekommen hat und dann sowas wie, boah, du schaffst es nicht mal, das Spiel zu gewinnen und eine 180 zu werfen. Wenn ich dich und deine Familie sehe, dann schlage ich auf der Straße windelweich. Und da denke ich mir nur, Bruder, in deinem Leben läuft irgendwas ganz, ganz schief. Das Problem ist nicht, dass Luke Humphreys sein Spiel nicht gewinnt und deinen Wettschein verkackt. Das Problem ist, dass irgendwas mit deinem Leben wirklich ganz maßgeblich verkehrt läuft. Und jeder, der sich hier rausnimmt, irgendeinem anderen Menschen, scheißegal, ob bekannt oder nicht, einem Sportler oder sonst was, weil er davon ausgeht, das ist ja eine Person des öffentlichen Lebens, die muss damit umgehen können. Wer sich den Leuten rausnimmt, das ist mir scheißegal, ob es ein lokaler, kleinerer Dartspieler ist, ein Deutscher vielleicht, oder ob es Gervin Price, Roger Federer oder Cristiano Ronaldo ist. Wer sich rausnimmt, diesen Leuten irgendwelche Hassbotschaften, Todesdrohungen und sonst was zu schreiben, ist einfach nur das allerletzte und ich habe für dich nicht den Hauch von Respekt übrig. Natürlich darf man seinem Unmut gerade über Personen des öffentlichen Lebens online auch ein bisschen Luft machen. Das müssen die Leute abkönnen, ist auf jeden Fall so, stimme ich euch zu. Aber diese Linie, wo das ertragbar ist, ist bei den Sachen schon lange, lange, lange überschritten. Viel Gerede, wenig Sinn und ich wollte das hier mit Absicht nicht cutten. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin wirklich einfach, es ist eine unwürdige Sache gewesen. Gaga hat gewonnen, weil Gaga besser war. Und ich glaube einfach, dass das Publikum das nicht nötig gehabt hätte, Gervin hier in so eine Situation zu bringen. Und Gervin hätte sich vielleicht nicht in Situationen bringen dürfen. Das ist alles einfacher gesagt als getan, natürlich. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie das ist, in so einer Position zu sein, in einer Position, wo einem Hunderttausende, Millionen auf die Finger gucken und jede deiner Handlungen kritisieren, was auch, wie gesagt, gerechtfertigt ist. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens, du musst damit leben können, dass Leute das tun. Naja, wie auch immer, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, ich bin gespannt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Finale heute Abend, bye.